Hallo und Vitam hier auf meinem YouTube-Kanal zu so einem klitzekleinen Sondervideo. Und zwar, es geht nämlich um Folgendes. Ich habe des Öfteren auf meine Mailadresse bzw. über meine Facebook-Page Privatnachrichten bekommen. Facebook-Page ist unten separat nochmal verlinkt. Ja, betreffend der Grenzöffnungen, wann die Deutschen die Möglichkeit haben, nach Polen einzureisen. Liebe Freunde, liebe Besucher, auch ich werde das im Video hier noch einmal sagen. Die polnische Regierung will sich jetzt am 10.06. zusammensetzen und dann beschließen, wann die Grenzen wieder aufmachen. Ja, ich kann euch nur immer wieder ein und dasselbe sagen. Voraussichtlich sind am 15. die Grenzen wieder auf. Ja, aber es ist, wie gesagt, ist nur voraussichtlich, es ist nur eine Schätzung. Auch das, was ich sagen kann. Viele sagen, ja, die Deutsche Bahn fährt ja auch wieder am 15. bis nach, zum Beispiel nach Stettin rein. Das hat aber nicht viel zu sagen. Der Flixbus zum Beispiel, der fährt ja auch schon seit über einer Woche wieder von Berlin nach Stettin. Ja, auch bis nach Warschau weiter. Das heißt aber nicht, dass jeder Fahrgast auch wirklich nach Polen reingelassen wird. Denn derzeit ist es so, ihr könnt nach Polen einreisen, wenn ihr polnischer Staatsbürger seid, hier in Polen studieren tut, ja, minderjährige Kinder hier in Polen zu betreuen habt, ja, Familienangehöriger Pole ist, ja, oder mit einem polnischen Staatsangehörigen verheiratet seid. Ich kann euch wirklich keine Informationen geben, wann ihr wirklich wieder rein dürft. Aller Voraussicht nach, das, was die Gerüchteküche gerade so brodelt, ja, auch hier in Polen, ist der 15.06. Ja, aber auch diese Angaben sind ohne Gewähr. Ja, aus dem Grund, bitte, liebe Freunde und Besucher, ja, schreibt mir nicht ständig E-Mails oder Privatnachrichten, wann können wir wieder nach Polen einreisen. Ja, schaut unten nochmal den Link. Ja, ist eine deutsche Seite, das Auswärtige Amt. Ja, und die halten euch, so hoffe ich es, immer up to date auf dem Laufenden. Ja. Also macht euch jetzt keine großen Hoffnungen, dass ihr am 15. wirklich nach Polen rein könnt und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und besonders die Leute, die immer wieder bei Facebook posten, wir wollen doch endlich mal wieder einkaufen. Ja. Warum wollt ihr immer nur hier in Polen einkaufen? Weil die Preise besonders günstig sind? Gut, okay, für uns Deutsche, ja, wenn wir in Deutschland natürlich arbeiten, ja, sind die Preise dementsprechend günstig. Ja. Aber für uns, jetzt auch für mich, die wir hier in Polen leben und arbeiten, sind sie nur auch nicht so besonders günstig. Sie sind zwar günstiger wie in Deutschland, ja, aber dementsprechend verdienen wir hier aber auch ein bisschen weniger. Ja. Also, haltet euch auf den Laufenden, unten verlinkt das Auswärtige Amt. Ja. Separat ist noch einmal die Telefonnummer im Video zu verlinken, beziehungsweise nicht im Video, sondern unten in der Beschreibung, ja, vom Grenzschutz hier in Polen. Ruft an, ja, lasst euch Informationen geben, ja, ab wann ihr eventuell damit rechnen könnt, wieder in Polen einreisen zu können. Und wenn ihr unbedingt noch vor dem 15. einreisen wollt, was ihr wirklich für Unterlagen braucht. Ja, das übrigens ist alles auch beim Auswärtigen Amt auf der Internetseite angegeben, wenn ihr jetzt unbedingt dringend nach Polen müsst. Ja. Der Transit ist erlaubt, das heißt, Dringlichkeit, ihr müsst durch Polen fahren. Wenn ihr zum Beispiel in die Ukraine wollt, nach Russland wollt, dürft ihr durch Polen reisen. Ja. Aber der Transit darf nicht länger wie 12 Stunden betragen. Ja. Also, übrigens, noch was anderes. Habt ihr abonniert? Habt ihr dann auch das Glöckchen da oben gedrückt? Habt ihr mal in die Infoleiste da oben geguckt? Auch da sind nette Videos noch. Und auch ein Kanal von Kai, den ich hoffentlich bald persönlich kennenlernen werde. Ja. Also wie gesagt, Freunde, bitte, ja, hinterfragt es nicht bei mir. Ich kann euch auch nicht sagen, wann die Grenzen definitiv auf sind. Haltet euch up to date an den offiziellen Stellen, das Auswärtige Amt, ja, und besonders hier auf den polnischen Seiten unten verlinkt. Ja.
Am 11. gibt es ein neues Video von uns. Freut euch heute schon mal drauf. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einem neuen Video hier wieder. Also bis dann. Auf Wiedersehen. Dovijenja.